seid alle wunderbar gegrüßt in den Namen Jesus Christus. Normal würde ich sagen, ein herzliches Grüß Gott aus Bayern. Habe ich aber gestern schon gemacht. Heute grüße ich euch Hochdeutsch und im Namen Jesus. Ja, normalerweise, ich fühle mich schon bei euch richtig zu Hause. Viele sind schon längst meine Freunde geworden und liebe Geschwister. Es ist schon eine zweite Heimat, fast hier Paderborn. Normal bin ich immer hier zum Dienen in den Chapter von Christen im Beruf tätig gewesen in Paderborn und habe das mit der Gemeinde verbunden. Jetzt ist es nicht so. Jetzt bin ich direkt hier eingeladen worden, aber weil ich auch auf dem Rückweg von Münster und Bielefeld hier vorbeifahre Richtung Bayern wieder, bin ich trotzdem wieder hier eingeladen, euch zu dienen. Und es macht mir Freude, weil es ist schön, bei euch zu sein. Nicht nur die guten Speisen, die man hier bekommt. Ich habe versprochen, ich sage nicht, was ich gegessen habe. Und als ich wieder zugenommen habe, ich habe es versprochen, nichts zu sagen, damit sie die ganzen Gerichte bekannt geben muss. Aber ich wurde wieder wunderbar versorgt und ich habe einen lieben Bruder und Freund mitgebracht aus Südbayern, der Dr. Ulrich von Schnurbein. Er ist ein echter Baron. Heute haben wir mal einen echten adeligen Baron unter uns sitzen, einen echten Blaublüter. Ulrich, steh doch mal auf, er sitzt so demütig da hinten. Er ist mein Bruder und mein Freund, also mein Glaubensbruder, er ist der Präsident, der ehrenamtliche Präsident von Christen im Beruf Deutschland fürs ganze Land. Und wenn ich so eine neue Ortsgruppe gründe, wie es auch in Paderborn gibt, ein Chapter, sagen wir, dann kommt er mit und macht die offizielle Öffnung und ich mache den Redner und so sind wir oft immer auch manche Tage miteinander unterwegs und es ist eine wunderbare Sache. Er ist so ein wichtiger Mann und kommt aus einer adligen Familie, der hat, ich sage immer, den alten bayerischen Wald ist sein Besitztum, ein bisschen übertrieben, ist auch Jäger und kann aus seinen Wohnzimmerfenster, aus dem Küchenfenster seine Rehe schießen, mitten im Wald, das ist wie aus dem Bilderbuch. Aber er ist so ein wunderbarer, einfacher, praktischer, unkomplizierter Mensch, das ist so schön. Weil wenn jemand im Herzen Jesus hat, dann ist in seinem Titel so, Janse Jahl, sagen die Kölner, dann ist ihm wichtig, dass er ein Kind Gottes ist und stellt sich mit jedem gleich. Ist das nicht herrlich? Und man kann ihn anfassen, mit ihm reden, mit ihm schwätzen, mit ihm spazieren gehen, mit ihm Spaß haben, mit ihm einen Witz erzählen und lachen. Das ist doch so schön. Jesus macht alle gleich. Ist das nicht herrlich? Früher haben die Leute am Buckel gemacht, wenn sie einen Baron, einen Grafen gesehen haben. Aber wenn der von Neuem geboren ist, ein Kind Gottes ist, dann gehen die aufeinander zu, nehmen sich den Arm, wie wenn sie in einer Familie aufgewachsen wären. Das kann nur Gott machen. Ist das nicht schön, wenn das die Politiker wüssten, gell? Hoffen wir, es gibt noch Hoffnung. Ja, wir haben gerade gesungen, ich schenke dir mein Leben. Das singen wir oft und denken uns oft gar nichts dabei, was das wirklich bedeutet. Wir beten so oft das Vater uns und beten, dein Wille geschehe. Das beten wir vor oft und denken oft gar nicht dabei, was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Und da möchte ich heute ein bisschen auch in der ähnlichen Themen, in ähnlichen Themen drüber reden. Der Kern des Evangeliums, heute wird mehr über Politik geredet oder über Wohlbefinden, Wellness und dass dir alles gut geht und dass du glücklich bist. Aber der Kern des Evangeliums wird oft leider auch in Kirchen und Gemeinden ausgeschlossen. Ich lese uns mal eine Bibelstelle vor, die ihr alle kennt, aber ich lese wenigstens einen Teil davon. Es geht um die Emmaus-Jünger. Im Lukas 24, Vers 13 bis 21. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße wirklich Johannes Baptist. Das ist nicht meine Konfession, das ist mein Vorname, kompletter Vorname. Das ist Johannes der Täufer und Täuber ist der Familienname. Und ich biete euch alle das Du an, ihr seid meine Freunde und Brüder und Schwestern. Und sprecht mich einfach mit Baptist an, das ist mein Rufname zu Hause, dann weiß ich, dass ich gemeint ist. Okay? Einfach Baptist sagen, nicht Herr Täuber oder so, ich will kein Herr, der Herr ist im Himmel, ich bin ein Bruder im Herrn, preist dem Herrn. So, die Emmaus-Jünger. Und siehe, zwei von ihnen gingen am selben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen den Geschichten und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Das passiert heute auch oft, dass wir über Jesus reden, über einen Gott glauben, den wir gar nicht kennen und merken gar nicht, dass er da ist und merken gar nicht, was er wirklich von uns möchte und leben unsere Christen oft total vorbei und spüren gar nicht und wissen gar nicht, was will er denn eigentlich von uns, weil wir unsere eigenen Ideen umsetzen und ihn gar nicht mehr erkennen, vor lauter Aktivitäten, vor lauter Programme, vor lauter eigenen Ideen und so weiter. Und er sprach aber zu ihnen, was sind denn das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen und sagen,
Und der eine, der hat Kleopas geheißen, antwortet und sprach zu Jesus: Bist denn du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Also die Kreuzigung von Jesus. Und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach: Was denn? Also Jesus stellt sich auch manchmal dumm. Also dürfen wir uns manchmal auch dumm stellen, da ist ja unser Vorbild. Kleine Ironie. Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Na, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Hast du das nie gehört? Hat dir das niemand erzählt? Bist du denn der Einzige, der das nicht weiß? Jeder spricht doch drüber. Und wir, haben sie dann gesagt, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir haben gedacht, der Jesus, der erlöst jetzt Israel. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist alles vorbei. Von was denkt ihr denn, liebe Freunde, haben denn die Jünger gedacht, dass Jesus sie erlöst, dass Jesus Israel erlösen sollte? Von was haben denn die erwartet, dass Jesus Israel erlösen sollte? Von was denn? Von den Römern. Von den Römern. Die haben so viel erlebt mit Jesus, die haben so viel Wunder und alles gesehen, Tod und Auferweckung, und waren so enttäuscht, dass er sie nicht vor den Römern erlöst hat. Ist es im heutigen Christentum nicht ähnlich? Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel lösen würde. Ist es nicht so, dass der Mensch, und Christen sind ja einfach auch noch Menschen, nicht oft weltlich denken, weil das war weltlich gedacht, was die Jünger gesagt haben, und nicht geistlich? Ihr meint nicht, was geistlich ist, sagt Jesus oft, ihr meint, was fleischlich ist. Der Mensch und auch der Christ heute oft denkt weltlich. Er will Erlösung von schwierigen Menschen. Er will Erlösung von Diktatoren. Er will Erlösung von unbequemen Politikern. Er will Erlösung von Unannehmlichkeiten. Und leider wird es in vielen Kirchen auch so gepredigt: Dein Glaube bringt dir Wohlstand. Leider wird es wirkliche, warum Jesus wirklich auf der Erde war, überhaupt nicht mehr angesprochen, weil man will doch die Leute nicht erschrecken, dass sie Sünder sind. Das kann man doch nicht mehr sagen in der heutigen modernen Zeit. Deswegen wird mehr über Wellness gesprochen, die Gott uns schenken soll. Der Mensch will Erlösung von Verfolgung, von Unannehmlichkeiten, von Behinderungen, vom Rollstuhl, von Krankheiten, von der Armut, von der Arbeitslosigkeit. Er will Erlösung von der Einsamkeit, vom Single-Dasein, von Gebrechen, so wie Paulus auch den Pfahl im Fleisch hatte. Gott hat es dann nicht weggenommen, so einen großen Paulus hat den Pfahl behalten müssen. Aber Gott erlöst in erster Linie von der Sünde. Und das war sein erster Auftrag, und von der Schuld und von der Macht der Finsternis. Und in meinen Augen war das Schönste, was Jesus uns als Erlösung gebracht hat, die Befreiung von der Religiosität, die Befreiung von den Tieropfern. Stellt euch mal vor, die Priester im Alten Testament, das waren Schlechte, das waren Metzgermeister, denn ihre Hauptaufgabe war Ochsenschlachten, Widerschlachten, da ist Blut geflossen in Massen. Und es war ein Stress und ein Aufwand. Die mussten Kilometer weit mit ihren Ochsen, mit ihren Widdern, mit ihren Schafen da zum Tempel und mussten das opfern. Und es war ein Chaos und ein Zeug und ein Blut und so weiter und so fort. Und davon hat uns Jesus allein schon erlöst. Allein diese Sache schon, dass Jesus ans Kreuz ist und hat gesagt, es ist vollbracht. Ich habe alle Opfer für euch, für heute, für alle Zeiten vollbracht. Alleine diese Tatsache ist noch wert, an Jesus zu glauben. Das Schönste eigentlich, was Jesus uns gebracht hat, die Erlösung von der Sünde und auch die Befreiung für das Sündopfer zu opfern, mit dir Schlachtungen und mit dir Opfern und so weiter. Und wenn wir dran denken, aber der Mensch ist eine junge Frau, hat sich zu Jesus bekehrt. Und dann war sie ganz freudig und hat Jesus geliebt und gesungen und gebetet und alle waren begeistert, wie die einen Weg mit Gott geht, ein Vorbild in allen. Und dann hatte sie Abschlussprüfung in ihrer Berufsausbildung und ist durchgefallen. Das hat sie nicht erwartet von ihrem Heiland. Und das Ergebnis war, dass sie gesagt hat, wegen dem, dass ich jetzt dort durchfalle, hätte ich mich nicht bekehren brauchen. Wegen dem, dass ich jetzt die Prüfung nicht bestehen will, hätte ich Jesus nicht gebraucht. Das hätte ich auch ohne ihn gekonnt, und ist wieder abgefallen vom Glauben und hat Jesus wieder losgelassen.
weil sie das Kern, den Evangelium, den Kern des Evangeliums nicht verstanden hat. Weil sie nicht verstanden hat, warum man sich bekehren muss. Weil sie nicht verstanden hat, dass es kein Wohlstandsevangelium gibt. Wohlstandsevangelium ist eine Lüge. Ich weiß es aus der Praxis. Manche Behinderte, die schwerstbehindert sind, sind ein super gutes Zeugnis fürs Reich Gottes. Und durch solche behinderten Menschen, die Gott nicht geheilt hat, sind viele Menschen zum Glauben gekommen, ist große Erweckungen entstanden. Zum Beispiel eine Bekannte von mir, die Hanne, die ist so alt wie ich, habe gestern kurz drüber gesprochen, hat sich zu Jesus bekehrt. Die hat einen Unfall gehabt, ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit, Querschnitt gelähmt bis hierher. Ihr Mann hat sich getrennt, hat sie allein gelassen. Die Leute haben gesagt, bring dich um, das ist doch kein Leben. Aber sie hat durch die Krankheit Jesus gefunden. Und jetzt, wenn die Menschen die Hanne besuchen, wollen sie trösten, dann kommen die Leute getröstet raus, weil die Hanne strahlt eine Liebe Gottes aus und ist so ein gutes Zeugnis in ihren Rollstuhl, wie sie an Jesus glaubt und in Hoffnung und die Glauben an andere weitergibt, dass die Hanne früher das nie getan hätte. Sie hätte sich auch nie zu Jesus bekehrt, ohne diesen Unfall, ohne diese Lähmung. Und sie ist jetzt eine, die durch ihr Leben, durch ihr Zeugnis, mit welcher Hoffnung und Freude sie den Menschen entgegenkommt und sie anstrahlt und lächelt und sie aufbaut, dass sie jetzt eine super Predigerin ist, ohne dass sie was sagen muss. Die Leute erkennen in ihr diese Hoffnung, die sie hat, diese Liebe Gottes, die sie trägt durch diese Zeiten. Samuel Koch, ihr kennt ihn sicher, der sich bei Thomas Gottschalk den Unfall hatte. Niemand hat ihn zuvor gekannt. Und wenn die Wette gewonnen wäre, wenn er den Unfall nicht gehabt hätte, hätte ihn auch weiter niemand gekannt. Durch den Unfall, jetzt sitzt im Rollstuhl, ist querschnittgelähmt, jetzt kennt ihn die halbe Welt. Und jetzt verkündet er das Evangelium, jetzt heiratet er und ist bisher hier Querschnitt gelähmt und ist Schauspieler. Und durch ihn kommen jetzt viele Menschen zum Glauben, durch seine Behinderung. Jesus hat ihn die Behinderung nicht verhindert, er hat sie ihn auch nicht weggenommen. Jesus hat auch nicht den Herodes abgesetzt, der gegen ihn war. Jesus hat gesagt, sag zum Herodes, den alten Fuchs, der wollte ja verhindern, dass Jesus predigt, ich werde weiterpredigen. Er hat den Herodes nicht abgesetzt. Jesus hat auch die Römer nicht abgesetzt, er hat sie nicht rausgebeamt aus Israel. Der hätte sie nur anhauchen brauchen, dann wären sie weg. Er hat sie walten lassen. Er lässt sie regieren, diese bösen Menschen. Oder dieser Mann aus Argentinien, der keine Beine und keine Arme hat, kennt ihr ihn, ein Glaubensbruder, ohne Arme und eine Beine, der liebt den Jesus von ganzem Herzen, ist sogar verheiratet, hat keine Arme, ist nur so ein Stümmel, den stellen die Leute auf den Tisch hier auf dem Altar und der predigt das Evangelium wie kein Zweiter. Und viele Menschen und die ganze Welt kennt ihn schon, bekennt sich durch ihn zu Jesus Christus. Wenn der Arme und Beine hätte, würde ihn kein Mensch kennen, würde Jesus nicht lieben und würde durch ihn keiner zum Glauben kommen. Und in der Ewigkeit wird er viele Früchte haben und viele Kronen bekommen, weil die paar Tage auf der Erde gehen schnell vorbei. Wer Kinder hat, der weiß, wie schnell die Zeit vergeht. Aber die Ewigkeit hört nie auf und er wird für alle Ewigkeit die Kronen haben. Keine Arme und keine Beine auf Erden, aber im Himmel hat er sie und da hat er noch die Kronen, die Belohnung für alle Zeiten. Jesus hat ihn die Beine nicht wachsen lassen. Er ist jetzt Christ. Jesus lobt in seinen Herzen. Er lässt die Beine nicht wachsen, die Arme nicht wachsen. Aber Gott gebraucht die Mächtige als einen Gesunden. Weil bei einem Gesunden sehen die Menschen, du bist gesund, ist klar, dass du gut geht, egal, dass du Jesus liebst. Aber wenn du so bist wie er, ohne Gliedmaßen, ohne Arme und Beine und glaubst trotzdem an Jesus und fällst nicht vom Glauben, dann bist du ein Riesenzeugnis. Und viele Menschen kommen zum Glauben, nur wenn sie dich sehen. Du bist am Ende, bist kaputt, bist behindert und strahlst die Liebe Gottes aus. Das ist die beste Predigt, die es gibt. Worte können das nicht ausgleichen. Paulus mit dem Pfahl im Fleisch. Betsy und Corrie ten Boom, wer kennt sie? Zwei Glaubensschwestern aus Holland, die haben Juden versteckt im Zweiten Weltkrieg. Die wurden entdeckt und kamen ins KZ nach Ravensbrück. Ja, aber das sind doch Gottes Kinder, jetzt müssen die ins KZ. Und ich war schon in Ravensbrück im KZ und das ist keine Pension. Das war Stress hoch drei. Das war eine Qual jeden Tag von früh bis abends. Mussten die Gottes Kinder jetzt ins KZ? Wenn wir uns doch bekehren, müssen wir denn dann leiden? Gott hat doch uns Verheißungen versprochen und trotzdem hat es Gott zugelassen, dass sie ins KZ kommen. Aber in diesem KZ haben sie abends gebetet und in diesem KZ hat die Betsy zu ihrer Schwester Corrie gesagt, Corrie, wir müssen Gott für alles danken, auch dass wir im KZ sind. Wir müssen auch für die bösen Wächter danken, weil sie uns quälen jeden Tag, müssen wir Gott danken, weil die Bibel sagt, wir müssen Gott für alles danken und wir müssen auch für die Flöhe danken. Wir müssen Gott auch für die Flöhe danken, die in dieser Hütte da sind. Was für die Flöhe, die uns so quälen, das gibt's doch nicht, hat die Schwester Corrie gesagt, doch, die Betsy gesagt, Gott sagt, für alles müssen wir danken, auch für die Flöhe. Also haben sie Gott auch gedankt für die Wärter, die sie quälen und für die Flöhe, die sie quälen.
Und dann haben sie jeden Abend mit vielen Frauen aus ganz Europa, die ins KZ kamen, das Evangelium verkündet, haben Gottesdienst gefeiert, haben gesungen, gebetet, haben Bibel gelesen, die haben sie mit reingeschmuggelt. Gott hat den Wächter die Augen verblendet, dass sie die Bibel mit reinschmuggeln. Und viele Menschen sind in KZ Ravensbrück, in dieser Hütte von Corrie ten Boom, zu lebendigem Glauben gekommen, an Jesus Christus. Daheim in Holland hätten sie das nicht gemacht. Im KZ, da geht's. In der Not schreit der Mensch zu Gott und da kannst Menschen zu Jesus führen. Und dann sagt eines Tages die Corrie ten Boom zu ihrer Schwester, du, weißt du, was ich gehört habe? Ich bin vorhin da vorne vorbeigelaufen, ich war in dieser Baracke, wo die waren, hinten ist der Schlafteil, so ein Schlauch, und vorne ist der Arbeitsbereich, wo die arbeiten mussten, wo die Wächter standen. Und dann hat die Corrie zu ihrer Schwester Betsy gesagt, stell dir vor, Betsy, ich bin da vorhin vorbeigelaufen, haben sich zwei deutsche Wächterinnen miteinander unterhalten. Sag mal, willst du nicht einmal da rinnen und kontrollieren, was die da hinten machen, die Frauen da hinten? Da hat die andere gesagt, da hinten in diese Flohburg bringst du mich nicht. Nein, da gibt es Flöhe millionenfach, ich hole mir doch die Flöhe nicht da hinten. Also ist kein Wächterin drin, dann hat die kontrolliert, was sie machen. Das heißt, die haben jeden Tag Gottesdienstfeier machen, preis dem Herrn für die Flöhe. Also, wenn dein Kind einen Floh hat, dank den Herrn erst einmal dafür. Wer weiß, was Gott mit vorhat. Eine junge, gläubige Frau, die war halb Jüdin, halb Deutsche, im Zweiten Weltkrieg, war in einem Gefangenenlager und die haben gemerkt, die Nazi, dass sie jüdisches Blut hat. Und da wollten sie sie umbringen. Und sie ist geflüchtet in einen Straflager und sie hat eine ganz schwere, offene, klaffende Wunde gehabt. Und Medizin gab es ja keinen in so einem Straflager, also haben sie gebetet. Sie war ein messianische Jüdin, halb Jüdin, halb Deutsch. Die 100% Juden haben sie ja schon vergaß gehabt, sie hat nur noch gelebt in den letzten Kriegstagen, weil sie Halbjüdin war. Aber Gott hat die Wunde nicht geheilt und es war eine große klaffende Wunde, immer mehr, immer größer, immer scheußlicher, immer mehr gestunken, entschuldigt, wenn ich Deutsch rede. Und Gott hat es nicht weggenommen, obwohl sie doch ein Gotteskind war und wir haben doch Verheißungen in der Bibel, wer bittet, wird gegeben werden. Und Jesus hat es für deine Krankheiten ans Kreuz, hat sie mit ans Kreuz getragen, aber Jesus hat es nicht geheilt. Und trotzdem sagt Gott, wir sollen aber für alles danken, also für Krankheiten, für Wunden, für Schmerzen, für Flöhe, für alles, für KZ und für alles. Und dann war Bombenangriff. In Dresden ging sie durch die Straße, sie ist aus dem Gefangenenlager geflüchtet und ist in ein Krankenhaus geflüchtet von Deutschen, wo deutsche Nazi-Ärzte drinnen waren. Und ich habe diese Wunde gesehen. Und dann haben sie aber erkannt, dass sie Halbjüdin ist und die deutschen Ärzte haben gedacht, wir geben ihr eine Giftspritze und bringen sie um. Und in dem Moment war Bombenangriff. Die Bomben sind gefallen und das ganze Personal vom Krankenhaus, die Nazi, aber auch diese Halbjüdin sind in den Keller geflüchtet. Und da waren Verwundete da und Ärzte und alles Mögliche. Und nach dem Bombenangriff war Stille und dann sind die Russen gekommen, die russischen Soldaten, die Rote Armee, haben das ganze Krankenhaus durchwühlt und sind dann in den Keller gekommen, wo alle, das ganze Personal und die Patienten im Keller geflüchtet waren. Und manche Patienten waren schlecht beieinander und so, manche weniger. Und die russischen Soldaten haben alle Frauen vergewaltigt. Manche haben sie so oft vergewaltigt, dass sie dabei gestorben sind, diese Frauen. Und dann kamen sie zu dieser jungen Halbjüdin, die wiedergeborene Christ war, die Jesus im Herzen hatte mit der offenen großen Wunde. Und sie hat sich in eine Ecke mit der Decke zugedeckt, um sich zu verstecken. Und dann sind die Soldaten hin, haben die Decke weggezogen, wollten sie vergewaltigen. Wie alle anderen Frauen auch, keine ging raus ohne Vergewaltigung. Und dann haben diese Soldaten die Wunde am Bein gesehen. Dann haben sie sich so geekelt, dass sie sich haben gehen gelassen. Da war es die einzige Frau, die nicht vergewaltigt wurde. Versteht ihr? Warum lässt Gott manchmal das zu? Warum heilt er jetzt die Wunde nicht? Warum heilt er die Krankheit? Warum muss ich ins KZ? Warum sind die Flöhe? Nicht das Wohlstandsevangelium ist Jesus gekommen. Das wahre Evangelium. Oder Josef. Josef, ein Mann Gottes, auserwählt vom Herrn, musste in Ägypten ins Gefängnis. Jetzt musste er ins Gefängnis, so ein Glaubensmann. Aber er hatte diesen Traum und konnte Ägypten von der Hungersnot retten und war dann der zweitstärkste Mann in Ägypten und hat dadurch seine Verwandtschaft vom Verhungern befreien können. Also danke, Herr, für das Gefängnis. Dietrich Bonhoeffer, ein Mann Gottes. Jeder kennt ihn, die ganze Welt kennt ihn. Aber er musste im KZ Flossenbürg, hat er freiwillig sein Leben gegeben. Man hat ihn gehängt, er sich freiwillig für einen anderen geopfert hat. Und Bonhoeffer kennt die ganze Welt.
Und jeder kennt sein Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, hat er im KZ komponiert. Aber wenn er nicht im KZ war und die Qualen und die Folterungen, die er erlitten hat, würde ihn kein Mensch kennen. Aber durch Dietrich Bonhoeffer, weil er im KZ sich geopfert hat, zu Tode gequält wurde und gehängt wurde, hat er das Lied gedichtet. Und alle Menschen kennen Dietrich Bonhoeffer, lesen seine Bücher und kommen durch Dietrich Bonhoeffer im Nachhinein zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Also Herr, befreie uns vom KZ. Jim Elliot, ein Missionar aus Amerika, hat in Südamerika evangelisiert, missioniert. Die Einheimischen haben ihn zu Tode geprügelt. Anschließend hat sich der bekehrt, der ihn zu Tode geprügelt hat, und in der ganzen Bevölkerungsstamm ist eine Riesenerwägung ausgebrochen. Wenn der sich nicht bekehrt hätte, wenn der sich nicht geopfert hätte, wenn die ihn nicht umgebracht hätte, hätten die sich nicht bekehrt. Ein Missionar vom AVC hat in Rumänien, wo es war, der Albanien, so nach der Grenzöffnung, Bibeln verteilt, das Evangelium verkündigt, und die Moslems sind hinter ihn her und haben ihn auf den Kopf geschlagen, bis er tot zusammengebrochen ist. Er hat geblutet, hat weiter Bibel verteilt und gepredigt, und die haben auf ihn eingeschlagen, hat weitergemacht, bis er tot zusammenbrach. Anschließend, wie er tot war, sind die so erschrocken, dass sie sich alle zu Jesus bekehrt haben, und die ganze Lage mit 1000 Gefangenen oder 1000 Kriegsleuten haben sich zu Jesus bekehrt. Ich selber, nach meiner Bekehrung, habe eine Wüstenzeit erlebt, wo Gott mich verändert und geläutert hat. Und in dieser Wüstenzeit, wo ich kein Geld mehr hatte, mein ganzes Geld ist kaputt gegangen, in dieser Wüstenzeit, wo ich nichts mehr hatte, habe ich die meisten Wunder erlebt, solche Wunder, die mir fast nicht glauben kann. Versorgung Gottes, Wunder hoch drei, die hätte ich nie erlebt, wenn ich immer alles gehabt hätte. Und dann, wie ich mich bekehrt habe, habe ich gemerkt, in meiner Amtskirche damals, das ist nicht biblisch, was die machen, und habe die Kirche verlassen, bin in eine evangelikale Kirche gegangen. Und dann wurde ich verfolgt als Sektierer. Die Leute haben die Straße gewechselt, wenn sie mich gesehen haben. Ich habe Hausverbot bekommen im Elternhaus. Ich wurde enterbt und rausgeworfen. Mein Vater war mein größter Feind, und diese Kirche auch, haben mich verleumdet, Lügen verbreitet. Aber in der Zeit, wo ich gelitten habe, wo ich geweint habe, wo mich die Leute abgelehnt haben, haben sich viele Menschen bei mir zu Jesus bekehrt. Sind Leute ganz allein um meine Haustür gekommen, haben geklingelt, was willst du? Meine Frau schickt mich, ich brauche Hilfe. Die hat gesagt, du kannst mir helfen. Komm rein, wir knien uns hin, und er gibt sein Leben Jesus. Und Jesus macht ihn frei vom Alkohol, macht frei von Depressionen, macht frei von Ängsten, vom Ehebruch und allem Möglichen. In der Zeit, wo ich am stärksten verfolgt wurde, wo ich am meisten gelitten und geweint habe, ist in meinem Umfeld eine Riesenerweckung entstanden. In China war es genauso, wo die Gemeinde am stärksten verfolgt wurde, haben sich jeden noch 3000 Menschen zu Jesus bekehrt. Und wir wollen immer weg von der Not, weg von den Unannehmlichkeiten. Wir wollen nicht das wahre Evangelium, nicht den Kern des Evangeliums, wir wollen das Wohlstandsevangelium. Und so wird es in den Kirchen ja leider oft so gepredigt, diese Oberflächlichkeit, dieses laues Christentum. Ein bisschen schmeicheln, ein bisschen Pflaster drauf machen, aber nicht die Wahrheit, nicht der Kern. Andreas Berglesdorf, ein Pastor aus Sibirien, hat jetzt eine Gemeinde in Bochum, eine große Gemeinde. Und er hat missioniert auf dem Balkheitsee, wie er zugefroren war, kommt ihm ein LKW entgegen, der Fahrer war betrunken, und er hatte so einen schweren Unfall, dass der Körper tot war. Die ganze Innerei war kaputt, da war nichts mehr ganz. Und er war in der Leichenhalle gelegen und er war tot. Und in der Zeit, wo er tot war, war er im Himmel, war bei Gott. Und Gott hat ihm den Himmel und die Erde gezeigt. Und er hat sich wohlgefühlt und wollte nicht mehr weg. Aber Jesus hat gesagt, du musst nochmal zurück auf die Erde, ich habe noch einen Auftrag für dich. Und dann ist er wieder, dann ist ein Arzt durch die Leichenhalle gelaufen und hat gesehen, wie sich die Leiche da bewegt. Das sind natürlich schöne Gefühle. Und dann haben sie erschrocken und dann ist er wieder lebendig geworden. Innen war alles kaputt und trotzdem lebt er und hat eine große russlanddeutsche Gemeinde, also Deutsche aus Russland in Bochum mit 300-400 Mitgliedern. Und er geht weiter in die Welt und erzählt sein Lebenszeugnis, wie er im Himmel war. Ich war tot, ich war im Himmel, heißt sein Lebenszeugnis, auch als Chaptersprecher und als Pastor. Und durch den Andreas kommen tausende Menschen zu Jesus Christus zu leben, die glauben an Jesus Christus. Aber warum? Weil er das erzählen kann, dass er tot war und im Himmel war, weil er diesen schweren Unfall nicht hatte. Und wenn er den schweren Unfall nicht hatte, würde ihn kein Mensch kennen. Aber dadurch hat Gott es benutzt. Unsere Not wird oft von Gott benutzt, Reich Gottes zu bauen. Wir wollen weg von der Not, wir wollen nicht den Kern des Evangeliums. Wir wollen Wohlstand.
Nick, der kleine Nick aus Amerika, war 3 Jahre, hat eine schwere Krankheit gehabt, ist gestorben, war bei Jesus. Und Jesus hat ihn zurückgeschickt. Er hat Jesus kennengelernt und hat das Buch geschrieben, den Himmel gibt's echt. Wer hat schon mal gehört? Gibt es auch einen Film drüber. Wer dieses Buch liest, das Buch ist 1000-mal besser als der Film. Ich habe beides. Wer dieses Buch liest, wird keine Angst mehr vom Sterben haben. Glaubt ihr das? Ich habe das Buch gelesen, ich will am liebsten sterben seitdem. Ich will am liebsten, je schneller, umso lieber zu Jesus. So wunderbar ist es beschrieben, wie der Himmel ist. Und ein 3-Jähriger, der weiß nichts von den Wundmalen. Ein 3-Jähriger weiß nichts, dass Jesus einen Cousin hat, der Johannes der Täufer heißt, mein Namenspatron. Aber der hat es gesagt, als er vom Himmel zurückgekommen ist, wo der Vater, ein Pastor, gesagt, wie konnte der kleine Bub das wissen, das hat er noch nie gehört. Aber die Leute haben erkannt, der war im Himmel, sonst hätte er das gar nicht wissen können. Und in der ganzen Welt ist er jetzt bekannt und viele bekennen sich zu Jesus Christus durch den kleinen Nick, weil er tot war. Und die Eltern waren verzweifelt, weil ihr Kind gestorben ist. Und jetzt sind sie so dankbar, weil ihr Kind bei Jesus war und ist einer der größten Evangelisten in der Welt durch sein Lebenszeugnis. Oder in Münster eine muslimische Frau, ihr Kind todkrank, hat Muskelschwund. Die Ärzte haben gesagt, keine Chance mehr zum Überleben. Und es muss ein Luftröhrenschnitt gemacht werden, der hängt an Maschinen, ist grausam, wenn man das sieht. Und der Luftröhrenschnitt ist tödlich für das Kind. Und jetzt war die Mutter, eine Muslimin, auf der Suche nach einem Wunder, weil die Ärzte haben gesagt, keine Chance, das Kind wird sterben. Jetzt hat sie noch Wunder gesucht, der Allah hat sie nicht helfen können. Ihre Verwandten haben sie nicht mehr besucht, nicht abgewendet. Dann hat sie Wunder gesucht, hat sie reingetippt, Wunder in Computer und liest Wunder TV in der Schweiz. Und ich war im Schwarzwald, dann hat man mit mir eine Sendung gemacht im Fernsehen, Schweizer Fernsehen, Wunder TV, war ein Interview mit mir und zum Schluss habe ich gebetet. Und die findet dieses Wunder TV, diese muslimische Frau, die ein todkrankes Kind zu Hause hat. Sie war auf der Suche nach Hilfe, nach übernatürlicher Hilfe, liest Wunder TV und sieht mein Interview und hört mein Gebet. Und sie hat einen Brief geschrieben, ich soll für ihr Kind beten. Habe fürs Kind gebetet, mit Ölsalbe, Intensivstation besucht und sie sagt, meine ganze Verwandtschaft hat sich abgewendet und du bist als Fremder, kommst von Bayern hier rauf und betest für mein Kind. Und diese Mutter hat dadurch Jesus angenommen, ist jetzt Christ geworden. Und am Freitag haben wir das Chapter Münster eröffnet und sie arbeitet ganz normal mit und geht jetzt in eine freie evangelische Gemeinde. War bis davor Muslim. Wenn ihr Kind nicht diese schwere Krankheit hätte, wäre sie jetzt noch Muslim. Und wenn sie sich nie zu Jesus, wird sie als Muslim in die Hölle gehen, mit einem gesunden Kind vielleicht. Und die Leute haben gesagt, du durch das kranke Kind hast du Jesus gefunden. Und es ist so. Und wir sind oft traurig, warum ist das Kind krank, warum ist das, warum sind die Flöhe, warum ist da? Gott hat einen Plan damit. Vertrau ihn erst einmal, bevor du verzweifelst. Und am Freitag hat sie dann ihre muslimische Schwester mitgebracht zum Chapter, wo ich meinen Vortrag gehalten habe. Und jetzt hat am Freitag sich schon ihre muslimische Schwester zu Jesus bekehrt. Eine volle Bekehrung in der Öffentlichkeit, mit Tränen in den Augen. Was dort schon entstanden ist durch das kranke Kind, ist das gewaltig. Und es geht weiter. Ihre Mutter, Muslimin, tut sie schon versorgen mit christlichen Traktaten. Und sie betet jetzt schon für andere muslimische Kinder und andere muslimische Mütter. Sie evangelisiert schon. So ist der Herr. Und wir verzweifeln oft, weil wir jetzt dann Not haben, ein Problem. Aber Gott hat was vor oft damit. Verzweifel nicht. Der Mensch, habe ich ja schon gesagt, sucht eben andere Dinge und manchmal werden Menschen zu Jesus geführt oder zu einer Bekehrung aufgerufen mit Lockmittel Wohlstand. Weil man traut sich ja gar nicht mehr zu sagen, du, wenn du nicht bekehrst, bist verloren, du bist ein Sünder und kommst in die Hölle. Das traut man sich schon gar nicht mehr sagen und es ist in dieser humanistischen Zeit auch gar nicht mehr dran. Deswegen wird mit anderen Sachen geworben zur Bekehrung zu Jesus. Und ob die dann wirklich echt sind, weil man dann einfach Hilfe erhofft oder irgendwelche Annehmlichkeit, das stellt sich später raus. Und vielleicht kommt noch einmal die Zeit, wo der Fisch auf Kleber, der Fisch ist ja das Erkennungszeichen für Christen, was im alten Rom in den Katakomben schon waren. Und ich habe auch einen Fisch auf dem Auto. Und vielleicht ist irgendwann die Zeit da, wo man den Fisch nicht mehr auf dem Auto hat, sondern wo wir ihn an die Jacke stecken müssen. Vielleicht kommt die Zeit, wo der Fisch an der Jacke ist, so wie die Juden den Judenstern dran hatten. Vielleicht ist es irgendwann nicht mehr lustig, ein Christ zu sein und sich Christentum zu bekennen. Und wenn du dich allein wegen Wohlstand zu Christus bekehrt hast, dass ihr rundum gut geht, dann kommen Zeiten, wo du geprüft wirst, dann stellt sich raus, warum du dich bekehrt hast.
dann wird sie schnell erkennen, was dein Motiv war und wie das hält, ob das auch für die Ewigkeit tauglich ist. Wenn du gefoltert wirst wegen deinem Glauben, eingesperrt wirst wegen deinem Glauben. So hat immer ein Freund von mir gesagt zu den Menschen, möchten sie ein glücklicher Mensch werden, dann beten wir ein Gebet nach. Möchten sie ein glücklicher Mensch werden, dann muss der Christ werden. Johannes der Täufer war auch Christ, den haben sie geköpft. Jesus war der erste Christ, den haben sie gekreuzigt. Die ersten Christen in Jerusalem, in Rom, haben sie verbrannt, haben sie gekreuzigt, haben sie den Löwen vorgeworfen. Waren das glückliche Menschen in dem Moment? Wer weiß. Zumindest haben sie in der Arena in Rom gesungen. Und das hat den Nero schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Die singen, die Christen, wenn sie am Kreuz hängen, wenn sie verbrannt werden bei lebendigem Leib, wenn die Löwen reinkommen. Wisst ihr warum? Weil der Lobpreis in deine Todesstunde dich durchträgt. Weil im Lobpreis wohnt Gott. Und wenn du singst bei der Folter oder am Kreuz oder im Feuer, wenn du singst, dann kommt Gott mit seiner Herrlichkeit und trägt dich durch. Ne Leute, das Wichtigste, der Kern des Evangeliums ist Erlösung von meiner Schuld. Und diese Heilsgewissheit, das ist die Nummer eins. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere fällt euch damit zu, heißt, ich trachte zuerst danach, dass meine Seele erlöst ist, dass meine Seele gerettet ist, dass meine Seele in der Ewigkeit bei Gott ist. Das war Jesus' erster Auftrag. Und so müssen wir den Leuten auch das Evangelium verkündigen. Nicht, wenn du sagst, bekehr dich, dann wirst du reich und gesund und hast immer ein schönes Leben. Das ist eine Lüge. Und die Leute fallen wieder ab, sobald es Probleme gibt. Da musst du sagen, wenn du dich bekehrst, bist du verloren für alle Ewigkeit. Die Kreuzritter zu der Zeit damals, die Kreuzritter, wurden ja auch verführt. Papst hat gesagt, wer nach Jerusalem zieht und da Jerusalem freikämpft von den Moslems oder von den Juden, der bekommt Sündenerlass. Das ist natürlich eine Lüge, weil nur Jesus kann die Sünden vergeben. Und in 1. Johannesbrief 1,9 heißt es, wenn wir ihn, den Herrn Jesus, unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller, ohne Ausnahme, von aller Ungerechtigkeit. Da steht nicht drinnen, wenn du nach Jerusalem fährst mit dem Schiff, mit dem Auto, mit dem Pferd und bringst 1000 Moslems um, dann kommst du ins Paradies. Das steht nicht drinnen. Aber die haben es gemacht. Warum? Die sind von England, der König Löwenherz. Von England, der Richard Löwenherz, der König von England mit dem Pferd durch ganz Europa, mit dem Schiff Mittelmeer bis Israel runter, hat es alles auf sich genommen, diese Last, diese Qual und die Kriege und die Hitze in der Rüstung. Weil er gehofft hat, dann ist meine Schuld vergeben. Die haben wirklich das Evangelium, die haben wirklich die richtige Erlösung, das richtige Kern des Evangeliums gesucht, obwohl sie irregeleitet wurden, weil da nicht die Erlösung gewartet hat. Aber sie waren auf der Suche nach ihrer Erlösung, ihrer Seele für die Ewigkeit, nicht um ein Wohlbefinden, nicht um ein schönes Leben. Das haben die auf sich genommen, um die Erlösung ihrer Seele zu finden. So eine Karikatur war ein kleines Kind auf der Straße im Advent, fragt ein Reporter das kleine Kind, und was wünschst du dir? Nein, und was bringt dir das Christkind? Ein Bub vielleicht mit 3 Jahren. Was bringt dir das Christkind? Erlösung. Und ist weiter. Halleluja. Das sind coole Kinder. Nicht die Geschenke. Ich warte nicht auf die Geschenke, die Jesus mir bringt. Ich warte auf die Erlösung, auf die richtige Erlösung. Die Moslems, warum sind denn Moslems so radikal und bringen Tausende von Menschen um und dann bringen sie sich selber um? Weil sie auf der Suche nach Erlösung ihrer Seele sind. Weil sie wissen, Allah wird ihnen nur gnädig sein, wenn sie viele Menschen zu Moslems machen oder sie die Ungläubigen umbringen und köpfen und töten. Und wenn sie sich selber in die Luft springen, also Selbstmord und Dschihad sterben, nur dann haben sie die beste Chance, ins Paradies zu kommen. Die nehmen diese Last auf sich, diesen Massenmord, diesen Selbstmord, mit der Hoffnung, sie werden erlöst für die Ewigkeit. Die suchen keinen Luxus. Ein Moslem sucht keinen Luxus, der sucht Erlösung seiner Seele. Der sucht das wahre Evangelium, der sucht den Kern des Evangeliums. Der nimmt ein Moslem, wenn sich bekehrt, dann ist es egal, wenn er verfolgt wird, wenn er gefoltert wird. Er hat gesagt, ich habe die Erlösung. Ich kenne viele Zeugnisse von Moslems. Die suchen die wirkliche Erlösung. Aber die deutschen Christen und die Europäischen, die suchen Wohlstand durch Jesus. Wenn wir ihnen das Wohlstand predigen, wenn du dich zu Jesus bekehrst, du kriegst Wohlstand, das ist eine Irrlehre. Weil das gibt es nicht, das ist nicht die Wahrheit. Israels Erlösung und die Erlösung aller Kinder Gottes, wir sind in Israel eingepfropft,
ist die Befreiung nicht von unbequemen Politikern, nicht von Diktatoren. Jesus hat auch den Stalin nicht gleich umgebracht, er hat ihn ziemlich lang walten lassen. Er hat auch den Hitler nicht zu Tode gehaucht, er hat ihn ziemlich lang walten lassen. Er hat Deutschland eine Zeit lang nicht befreit, oder hat die Welt nicht befreit vor solchen schlimmen Diktatoren. Sondern Jesus ist gekommen, nicht uns von schwierigen Politikern und Diktatoren zu befreien, sondern von den Sünden und von den Folgen der Sünde in erster Linie, von den Bindungen, von Süchten, vom Stolz, vom Egoismus, vom Geiz, von Hartherzigkeit, von Unvergebenheit, von Anerkennungssucht, vom Luxusdenken, von Rechthaberei, von der Spielsucht, von Depressionen, vom Alkohol, vom Nikotin, vom Rauschgift, von Homosexualität, von sexuellen Perversionen, von Pornografiesucht, vom Ehebruch, von Ehescheidung, von Eifersucht, von Neid. Das sind Folge der Sünde. Davon will Gott uns in erster Linie Jesus erlösen. Das war sein erster Auftrag am Kreuz, für uns zu sterben. Ich habe schon gesagt, Johannes der Täufer, der wurde geköpft, die anderen, Petrus wurde gekreuzigt. Die meisten oder alle Apostel außer Johannes sind als Märtyrer gestorben. Denen haben sie nicht gesagt, möchtest du ein glücklicher Mensch werden und folge mir nach. Dietrich Bonhoeffer haben wir schon gesagt. Und es ist auch so, dass es eine Bibelstelle gibt, die ihr natürlich alle kennt, wo es heißt, es geht darum, wenn wir das Evangelium, ich habe gehört, ihr macht eine Evangelisation, und dann würdet ihr auch Leute einladen, eure Bekannten und Verwandten. Es geht darum, was gebe ich weiter? Was tue ich den Menschen sagen, die ich einlade zur Evangelisation? Was spreche ich zu diesen Menschen? Verspreche ich ihnen Wohlstand und dann bekehren sich die Leute, weil sie sich nach Wohlstand sehnen? Oder verspreche ich ihnen Folgendes? Wo es heißt in Lukas 9, Vers 23 bis 24 heißt es, nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, also wenn sich jemand zu mir bekehren will, dann muss er sich selber verleugnen. Das haben wir heute gesungen. Und ich schenke dir mein Leben. Das heißt, sich selber verleugnen. Mein Leben gehört Gott, nicht mir. Dann gehört ihnen auch mein Geld und meine Zeit und meine Kraft und meine Freizeit und mein Hobby. Der muss sich selber verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Das klingt schon ein bisschen anders, wie das Wohlstand, möchtest du ein glücklicher Mensch werden. Ne? Sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Das heißt, wer ein schönes Leben haben mit dem Wohlstand und Reichtum und Gesundheit, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwegen verliert, das heißt, wer es auf dem Altar Gottes legt und sagt, ich gebe dir wirklich mein Leben, du kannst über mich verfügen, wie du willst. Und wenn ich ins KZ muss und wenn ich gefoltert und verfolgt werde, du bist mein Herr, dein Wille geschehe. Das heißt, ich schenke dir mein Leben. Wer es verliert um meinetwillen, wer seinen Wohlstand opfert fürs Reich Gottes, in die Mission geht, egal was, das muss man nicht. Jeder hat einen eigenen Plan, aber wer sich nicht sträubt und wer das wirklich vom Herzen meint, der wird es retten. Das heißt, der wird auch in der Ewigkeit bei Gott sein, wer sein Kreuz auf sich nimmt. Und wisst ihr Leute, Jesus hat ja, habe ich ja gesagt, er hat den Herodes nicht abgesetzt, obwohl er gegen ihn war. Jesus hat sofort machen können, wäre der Herodes tot. Er hat ihn erleben lassen und Herodes hat den Jesus ziemlich Stress gemacht. Und die Römer auch. Und er hat die Römer leben lassen. Er hat sie nicht heimgeschickt nach Rom, er hat sie walten lassen. Aber er hat gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst zu seinen Gläubigen, Nachfolgern, zu euch. In der Welt habt ihr Angst. In Paderborn, in Deutschland habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Das heißt, im Namen Jesus haben wir den Sieg über alles. Im Namen Jesus haben wir den Sieg über Diktatoren, über unbequeme Regierung, über einen unbequemen Chef, über einen schwierigen Ehepartner, über schwierige Kinder, über Krankheiten, über alles. Wir brauchen das nicht wegbeamen lassen von Gott, die unbequemen Menschen und Regierungen und Menschen, die über uns stehen. Wir haben Jesus und können drüber verfügen in seinen Namen und können die Situation zum Guten wenden. Deswegen können die ruhig regieren, weil ich habe Jesus und mein Jesus ist stärker als der größte Diktator. In China, wo die jahrelang nach Nordkorea die stärkste Christenverfolgung waren, wie gesagt, sind jeden Tag 3000 Menschen zu Jesus gefunden. Ich habe sehr gute Beziehungen mit Missionaren, wo ich mir meine Berichte bekomme. Und das ist auch ein Missionsbericht, eine wahre Geschichte. Und da gab es und gibt es immer noch die Untergrundkirche in China, wo sich Pastoren mit ihren Gläubigen in den Häusern heimlich treffen in der Nacht. Aber die kommunistische Polizei sucht sie und will sie einsperren, weil diese heimlichen Gemeinden, diese biblischen Gemeinden verboten sind.
Und es war wieder eine Versammlung in einer Untergrundkirche und der Pastor hat gerade gepredigt und eine Hausgemeinde, vielleicht mit 30 Personen. Und plötzlich kommt eine Gruppe Polizisten rein und der Chef von dieser Polizeigruppe geht auf den Pastor zu und sagt, Sie sind verhaftet, wir haben jetzt gehört, dass Sie hier gepredigt haben, es ist verboten. Und wollte auf ihn zugehen, wollte ihn fesseln und die Handschellen anlegen. Ja, Jesus hat den Kommunismus nicht abgeschafft in China. Und wir Christen müssen jetzt einfach gezwungenermaßen mit dem Kommunismus, mit den Antichristen hier leben. Aber wir sind stärker, weil wir Jesus haben, habe ich ja gesagt. Was hat der Pastor gemacht? Als der Polizeichef auf ihn zugegangen ist mit den Handschellen, wollte ihn fesseln, sagt der Pastor, Stillstand im Namen Jesus Christus. Und wir haben es gestern drüber gehabt, Leute, niemals zweifeln. Im Namen Jesus haben wir den Sieg, steht in der Bibel. Ein Zweifler wird es nicht erreichen, aber du musst fest an die Verheißung glauben, nicht zweifeln. Stillstand im Namen Jesus. Und so wie der das ausgesprochen hat, stand er still, dieser Polizeichef, wie eine Salzsäule, wie die Frau vom Lot, und konnte sich nicht mehr bewegen. So ungefähr war er gestanden, konnte sich nicht bewegen. Ich weiß es von einem guten Freund, einer Missionarsgesellschaft, mit dem ich sehr eng befreundet bin. So stand der und konnte sich nicht mehr bewegen, wie eine Salzsäule. Keine Bewegung mehr möglich. Dann haben die anderen Polizisten trotzdem den Pastor mitgenommen ins Gefängnis und hat sich abführen lassen. Aber der Polizeichef stand da, konnte nicht mehr weglaufen. Und dann saß der im Gefängnis, der Pastor, aber der Polizeichef, der stand immer noch da. Nächsten noch auch noch. Nichts hat geholfen. Ärzte, alles mögliche, Spritzen, nichts hat geholfen. So waren sie gezwungen, den Pastor zu holen. Und haben gesagt, du musst uns helfen, du musst dem Polizeichef wieder was tun, dass der wieder gehen kann. Mache ich, habe ich gesagt, aber nur, wenn ich in die Freiheit komme. Ja, du bekommst die Freiheit, deine Leute, niemand, nichts geschieht euch, aber hilf, dass der wieder gehen kann. Und dann haben sie ihn zurückgeholt in dieses Wohnzimmer, den Pastor, und er geht hin zu dem Polizeichef und sagt zu ihm, sei gelöst im Namen Jesus Christus. Bap, war er wieder lebendig. Und der Pastor konnte gehen und die haben ihn nicht eingesperrt. Leute, wenn ich so eine Vollmacht habe, so einen großen Gott, was brauche ich an Regierung fürchten? Was brauche ich an Polizisten fürchten? Was brauche ich an Krankheit fürchten? Was brauche ich an Terroristen fürchten? Was brauche ich an IS-Islamisten fürchten? Oder ich habe das natürlich aufgesaugt wie ein Schwamm. Solche Geschichten, die liebe ich, wenn Jesus so mächtig wirkt, ne? Wie da sei Stillstand im Namen Jesus. Da habe ich gesagt, den sein Gott ist mein Gott auch. Und was der kann, kann ich auch. Das werde ich mir merken und das werde ich in der Praxis umsetzen. Und so war ich auf seinen Gebetsabend, also ich mache abends immer so Praywalking. Wer weiß, was ich meine? Also nicht Nordic Walking mit den Stöcken, schon mit den Stöcken, aber Praywalking heißt, ich laufe mit den Stöcken und ich singe Lobpreislieder und Gospels und bete zu Gott. Und das mache ich oft abends, da habe ich meine Ruhe in der außen in dem Stadtgebiet rum und plötzlich reißen sich zwei ganz gefährliche, die sind ortsbekannt, große schwarze Hunde los von ihren Zwingen, wahrscheinlich waren die gerade mit ihm unterwegs, wollten sie in die Zwinge und die zwei rennen los und die ganze Siedlung weiß, wie gefährlich die sind und rennen, riesengroße Hunde, rennen auf mich zu mit einer Aggression. Ich war da gestanden, auch wie dieser Polizeichef, ich habe kein Blut mehr gespürt, ich war nicht mehr fähig zum Weglaufen. So eine Angst habe ich gehabt, weil ich kann diese Hunde, die zerreißen dich jetzt. Und in letzter Sekunde fällt mir die Geschichte ein mit dem Pastor in China. Und wenn die kurz vor mir waren, kriege ich gerade noch raus, ich war ja fast nicht fähig, was zu tun, so Angst habe ich gehabt, und schrei, stopp im Namen Jesus. Und ich weiß nicht, kennt ihr früher so diese Comichefte von dem Pluto, diesen Hund da oder Mickey Maus, wo so ein Hund rennt und dann haut er die Bremsen ein mit vier Füßen, so, ne, und der Staub geht vor. Und genau so war das Bild. Ich sage, stopp im Namen Jesus. Und die zwei Hunde, die Ohren nach oben, die Bremsen ein, alle vier haben Allrad gehabt, ne, gebremst und stopp, den Schwanz eingezogen, rumgedreht, ja, 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 und abgehauen. Halleluja, habe ich gesagt, es funktioniert auch in Deutschland, nicht nur in China. Ist derselbe Gott, glaubt mir, ihr könnt es ausprobieren. Oder im Namen Jesus können wir über alle Unannehmlichkeiten den Sieg behalten.
Nicht nur über Politik, über Krankheiten, über Schwierigkeiten. Dann war ich in Augsburg, Straßenevangelisation gemacht, anschließend mit einer großen Geburtstagfeier im Garten von einem Glaubensbruder, alles mit Grillen, alles offen, schönes Wetter und plötzlich braut sich ein riesen Gewitter zusammen. Das ganze Augsburg war voller dunkler Wolken und dann, das müssen wir abbrechen, das fängt jetzt da, es gibt jetzt ein Unwetter, war auch dann angekündigt. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, wir sind doch gläubige Gotteskinder und mir fällt wieder die Geschichte ein von China. Und ich gehe raus in den Garten und sprich nach oben. Im Namen Jesus gebiete ich alle Regenwolken, die sich über Augsburg aufhalten, zu weichen nach links und rechts, in Jesu Christi Namen. Ich habe bestimmt 50 Zeugen, die es das bezeugen können. 5 Minuten später, die haben schon abgeräumt, wollten schon rein. 5 Minuten später kommt einer, der hat so ein Smartphone gehabt, wo die Wetterkarte von Augsburg war. Und sagt, Baptist, schau her, da ist Augsburg in der Mitte, wo dieser Lichtstrahl ist. Und links und rechts sind die Wolken. Und die Wolken haben sich geteilt und das Unwetter sind um Augsburg rumgezogen. Also wenn du deinen Geburtstag im Garten feiern willst, mit den Kindern spazieren, ins Schwimmbad gehen willst und es kommt ein Unwetter, dann sagst du den Namen Jesus, gebiete ich alle Regenwolken über Badebahn zu weichen nach links und rechts. Schick sie nach Bayern wie braunen Regen. Es ist so, ich habe es so gemacht und ich konnte es euch beweisen, ich konnte auch Zeugen bringen. Weil da mache ich denke an deine Vorgabe vom Timing, von der Zeit. Auch damals in der Apostelgeschichte. Und wir sollen ja das nachmachen, was die uns vorgemacht haben. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr tut, was ich euch sage, seid ihr meine Freunde und ihr werdet größere Werke tun als ich. War dieser Gelähmte am Straßenrand und Petrus ist gekommen und sein Kollege und der hat gebettelt und war gelähmt und Jesus war arm. Er hatte nichts in der Tasche, das waren arme Jünger, die waren nicht reich. Die waren Jesus Jünger und trotzdem haben sie keinen Wohlstand gehabt. Trotzdem waren sie nur ganz sporadisch gelebt. Jeder Arbeitnehmer in Deutschland war 1000-mal reicher als die Jünger. Aber das hat ihnen ja nichts ausgemacht. Die haben Jesus gehabt, das war ihnen Liebe. Und wir wollen immer Wohlstand anstatt Jesus. Wir wollen nicht den Kern des Evangeliums, nämlich der Lösung von den Sünden, der Lösung von unserer Seele, weil das will man ja nicht ansprechen, weil man die Leute nicht erschrecken soll. Aber die haben gesagt, und die haben es gesagt, was ich gerade gesagt habe, Geld und Silber habe ich nicht, haben sie gesagt, weil der wollte auch betteln als Gelähmte. Geld und Silber haben wir nicht, also wir sind keine reichen Jünger. Wir haben nicht das Wohlstandsevangelium. Das gibt es nicht, weil es eine Lüge ist. Da habe ich genug Zeugnisse vorgelesen. Aber im Namen Jesus steh auf und wandle. Das haben wir, den Jesus, den Namen. Und er steht auf und wandelt. Ist doch schöner, wie wenn er ihn an Dollar rein hätte, oder? Der Name Jesus, die Macht in ihn, die Erlösung des Evangeliums. Ist doch schöner, wie wenn ich ihn an Dollar geben würde. Oder an Schekel. Und Augustin, der Kirche, Lehrer, war wirklich ein guter Mann Gottes, war eingeladen, das war ja vor der Reformation mit Luther. Ja, das wollte ich auch noch sagen, die ganzen Reformatoren, Johann Hus, Luther und viele, wie sie heißen, die Hutiter und so, Calvin, die Johann Hus, der ist bei lebendigem Leib verbrannt worden wegen sein Glauben an Jesus. Denn Luther, wenn sie erwischt hätten, hätten sie ihn auch in der Inquisition verbrannt. Ist das ein Wohlstandsevangelium, wenn du verbrannt bist wegen deinem Glauben? Ne, möchtest du ein glücklicher Mensch werden, dann bekehr dich zu Jesus und dann wirst du bei lebendigem Leib verbrannt. Ist das Wohlstandsevangelium? Nein, das ist eine Lüge. Die haben gelitten wegen ihrem Glauben, aber die sind als Märtyrer gestorben und die werden für alle Ewigkeit geehrt. Und so wurde dieser Augustin mal eingeladen in Vatikan nach Rom und er musste ein bisschen warten auf den Papst. Und da hat er, die müssen ja alle warten, und dann hat er Zeit gehabt und hat sich diesen ganzen Prunk, diesen ganzen Reichtum im Vatikan angeschaut. Ich habe das auch so schon gesehen, ich war auch schon drinnen, das ist Wahnsinn. Keine Schlösser auf der Welt haben nicht diesen Prunk, diesen Reichtum, den du im Vatikan findest. Musst du mal gesehen haben. Allein die Sixtinische Kapelle, ein Wahnsinn. Ich denke manchmal, die Migranten, die Asylanten, die Flüchtlinge, wir sollen alle spenden und manche leben in Saus und Braus und haben, wir wohnen in Balleste allein mit 30 leeren Zimmern und woanders müssen die Flüchtlinge auf der Straße schlafen. Aber ich will niemand verurteilen. Ich habe nur festgestellt, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. So, und das ist eine wahre Geschichte. Als dann der Papst kam und hat Augustin gesehen, wie er den Prunk alles bestaunt hat,
Dann hat der Papst zu ihm gesagt, ja, hat er gesagt, die Zeiten, wo Petrus gesagt hat, weil die Päpste sehen sich als Nachfolger Petri, als Nachfolger Petrus, die Zeiten, wo Petrus gesagt hat, Geld und Silber habe ich nicht, die sind vorbei. Das stimmt, hat Augustin gesagt. Aber die Zeit, wo Petrus gesagt hat, im Namen Jesus steh auf und wandle, die sind auch vorbei. Stimmt's? Wo erlebst du die Kraft Gottes? Ich komme aus so einer großen Amtskirche. Wo erlebst du die Kraft Gottes? Wo erlebst du da, dass Leute aufstehen und gesund werden und? Ich komme langsam zum Schluss, weil meine Zeit ist vorbei. Es ist natürlich logisch, dass wir im Namen Jesus, wir haben Sieg auch über Diktatoren, wir haben Sieg über die Terroristen, wir haben Sieg über die Syrer, über die Iraker, über den IS, über den ganzen Islam, über den Buddhismus, über den New Age, über die Gegner der Familie, über das Gender Mainstream, alles, was in unserem Land Unannehmlichkeiten auf die Christenzukunft, Verfolgung und diese Traditionen, diese Werte mit Familie soll ja zerstört werden. Das ist traurig, wenn wir das sehen, aber im Namen Jesus haben wir den Sieg drüber und im Namen Jesus haben wir die Hoffnung und die Möglichkeit, durch das Gebet die Situation zu verändern. Gott verändert die Menschen, er lässt sie walten, aber wir haben die Möglichkeit, mit unserem Gebet drüber zu stehen und Veränderung herbeizuschaffen. Und ich sage immer, wenn jemand über den Präsidenten schimpft oder über die Kanzlerin oder über den Politiker oder über diese Situation, wenn jemand drüber schimpft, der hat nichts begriffen vom Glauben, vom wahren Evangelium. Der hat nicht begriffen, dass der gibt zu, dass er Gott nicht zutraut, dass Gott diesen Menschen verändert. Der gibt zu, dass er den Glauben nicht hat, dass Gott die Situation verändert. Wer jammert und klagt und sagt so und so, oh, ist das schlimm, der gibt zu, der resigniert dazu, es gibt keine Möglichkeit, das zu verändern. Aber Gott kann verändern durch dein Glauben und durch dein Gebet. Aber es gibt, und wie ich früher als Ungläubiger war in meinem alten Leben, ich war ein großer Sünder, ein riesengroßer Sünder. Und mein jüngster Bruder, der Peter, durch den bin ich zum Glauben gekommen, der hat gesagt, wenn sich einer aus meiner Familie bekehrt, einer, niemals der Baptist, wenn, dann bekehrt sich der höchstens zum Schluss. Weil er keinen Glauben an Gott hatte, dass Gott mich als Ersten berufen hat. Und ich war der Erste, der sich bekehrt hat. Weil wir Menschen anders denken wie Gott. Gott ist größer als unsere menschlichen Gedanken. Er hat mehr Möglichkeiten, als du dir vorstellen kannst. Also, wenn du jammerst über eine Situation, über einen Menschen, der dir unangenehm ist, über einen Chef, über einen Ehepartner, über einen Politiker, jammere nicht und sag, Gott, ich vertraue dir, dass du den Menschen und die Situation veränderst. Ich bitte dich darum im Namen Jesus. Weil wir haben den Sieg im Namen Jesus. Und wenn dann trotzdem irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, dann komme ich zum Schluss, dann steht hier ein wunderschöner Vers im Jesaja 54, von Vers 16 bis 17, da heißt es, jetzt spricht Gott zu euch. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Den Schmied, die Waffenfabrik, die hat Gott gemacht. Die hat Gott erschaffen, also den Menschen, der die Waffen herstellt. Und ich, spricht Gott, habe auch den Zerstörer gemacht. Gott hat auch den Zerstörer gemacht. Gott hat auch diese Schnecken gemacht, die den Salat fressen. Ne? Da habe ich etliche geköpft diese Saison. Aber die hat Gott auch gemacht. Ne? Den Zerstörer vom Salat. Um zu vernichten. Gott spricht, ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Den hat auch Gott gemacht. Er sagt dasselbe in seinem Wort. Aber jetzt kommt's. Keine Waffe, weil Gott es gemacht hat. Er ist der Urheber. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist. Keine Waffe, die man auf dich richtet, die Islamisten, die Terroristen, egal wie sie heißen, soll es gelingen. Keine Waffe, die gegen diese Matthäus-Brüdergemeinde in Paderborn gerichtet ist, soll es gelingen, spricht Gott zu euch, weil ihr seid Gottes Kinder. Ihr seid mit gemeint. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, alle Menschen, die euch anklagen möchten, zum Beispiel linke Politiker, die sagen, die Matthäus-Gemeinde sind Fundamentalisten, die sind gegen Abtreibung und gegen Homosexualität, die müssen wir einsperren und wegschaffen, die euch verleumden, Lügen verbreiten. Keine Zunge, die gegen euch sind, soll euch schuldig sprechen, spricht Gott, weil er auf eurer Seite ist. Und dann sagt der Herr weiter, das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Das ist euer Erbteil. Das ist das, was der Glaube an Jesus euch bringt als Erbe.
Keine Waffe wird es gelingen und keine Zunge wird euch schuldig sprechen, spricht der Herr zu euch. Und ihre Gerechtigkeit, eure Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Keinen Mund soll es gelingen, euch zu verklagen, vor Gericht zu bringen. Und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Also eure Gerechtigkeit habt ihr euch nicht erarbeitet, sondern die hat euch Gott geschenkt. Es ist ein Gnadengeschenk. Diese Verheißung steht für euch alle, die jetzt irgendwelche Probleme haben in der Ehe mit Kindern, mit Krankheiten, mit Problemen finanziell am Arbeitsplatz, mit der Regierung, mit den Flüchtlingen. Nichts kann euch geschehen, weil Gott sagt, er hat alles gemacht, er steht dahinter und er kann drüber verfügen. Und er schützt dich. Das spricht er zu euch, indem er gesagt hat, keine Waffe, die gegen euch gerichtet ist, soll es gelingen. Also habt keine Angst von den IS und von allen Terroristen und alles, was es sonst noch gibt. Ich bin jetzt am Ende und jetzt muss ich aber noch sagen, etwas zu diesem Vers. Da steht nämlich, gemeint sind diejenigen, die Menschen aus Paderborn und Umgebung, die Knechte des Herrn sind. Die sind gemeint. Alle, die jetzt da sitzen und sind Knechte des Herrn, sind jetzt gemeint, wo Gott sagt, keine Waffe soll es gelingen gegen dich. Also du musst keine Angst haben, dass dich jemand umbringen, in die Luft springen kann. Oder egal, was anders kommt. Es soll keine Waffe gelingen und niemand wird dich schuldig sprechen. Du musst keine Angst haben gegen Verleumdung oder sonst was. Aber da steht nur für die Knechte des Herrn. Also es gibt Ausnahmen. Es sind nicht alle Menschen von Paderborn gemeint und Umgebung. Und von dieser Gemeinde. Es sind nur die gemeint, die den Schutz haben von Gott, die Knechte des Herrn sind. Wer sind denn Knechte des Herrn? Und wer sind denn keine Knechte des Herrn? Es gibt zwei Arten von Paderborner, egal ob sie aus Russland kommen oder aus Syrien, egal wo. Das eine sind erlöste Paderborner und das andere sind nicht erlöste Paderborner. Und die erlösten Paderborner, die stehen unter dem Schutz Gottes, da wird es keine Waffe gelingen. Aber die nicht erlösten Paderborner, die stehen nicht unter diesem Schutz. Die sind hier nicht gemeint. Und wenn du heute hier sitzt und weißt nicht, bin ich jetzt ein Knecht Gottes oder nicht? Bin ich jetzt gemeint in dieser Bibelaussage? Bin ich jetzt unter dem Schutz Gottes? Gelingt es dieser Waffe nicht gegen mich? Oder bin ich irgendwie wie ein wildes Reh, das draußen rumläuft, das ohne Schutz Gottes rumläuft? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Wenn du noch kein Knecht Gottes bist, dann kannst du das jetzt werden. Knecht heißt nicht, dass Gott dich jetzt knechtet und dich zum Sklaven macht. Im Gegenteil, er macht dich frei. Gott macht frei von Süchten, Bindungen, von dem Ego, von dem Ich, von der Rechthaberei, vom letzten Wort, von der Streitsucht, von Hartherzigkeit, von Unvergebenheit, von Geiz, von Habsucht, Geldgier und. Aber nur, wenn du ein Knecht Gottes bist. Und ich möchte euch jetzt einladen, alle, die es noch nicht sind, ein Knecht Gottes zu sein. Knecht ist aber auch ein Jünger Jesu, heißt ein Diener Christi. Knecht ist aber auch ein Kind Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, Geschöpfe. Aber in dem Moment, wo wir uns zu Jesus wenden, den Sohn Gottes, der uns gesandt hat, für unsere Sünden zu sterben, den Kern des Evangeliums zu bringen, uns erlöst von unserer Sünde, das ist der Kern des Evangeliums. Das andere sind zusätzliche Nebenwirkungen. Die sind Kinder Gottes, die stehen unter diesem Schutz. Und ich möchte jetzt einfach eine Einladung sagen, die Kindschaft, die Sohnschaft Gott hat eine Voraussetzung, dass du ein Kind Gottes wirst. Nicht, wenn du in die Kirche gehst, bist du ein Gotteskind. Nicht, wenn du am Sakramenten teilnimmst. Nicht, wenn du in einem christlichen Elternhaus teilnimmst, bist du ein Kind Gottes. Nee, ein Kind Gottes bist du, wenn du, Johannes 1,12 steht, alle Paderborner und Menschen, die ihn, den Sohn Gottes, aufnahmen in ihr Leben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Alle, die an seinen Namen glauben. Also nur die Jesus bewusst, sie selber mit ihrem Herzen und mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus dein Herr ist und ihn selber bewusst in ihr Leben aufnehmen durch ein kleines Gebet, weil die Bibel sagt, Gott ist Geist und man muss den Geist in der Wahrheit anbeten. Und wenn Gott Geist ist, dann muss ich in mein Leben einladen durch ein Gebet, nicht durch irgendein Material, durch einen Gegenstand, durch einen Keks oder ein Brot oder irgendwas. Sondern Gott ist Geist, er ist nicht in einer Materie, er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen mit Nacht und Herrlichkeit. Jetzt ist der Heilige Geist hier. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich werde euch den
Heiligen Geist senden, den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, der euch einführen wird in die Wahrheit. Gott ist Geist und kein Material. Und du musst ihn in Gebet aufnehmen. Denen gab er dann Macht, Gottes Kinder zu heißen. Der ist dann ein Gotteskind, der in ein Gebet in sein Herz einlädt. Aber dann steht noch die Sünde zwischen dir und Gott. Die Sünde trennt von Gott. So steht es im Römer 6,23. Die Sünde soll, aber ist der Tod. Aber das ewige Leben ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und in 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir ihn aber, den Herrn Jesus, unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Schuld. Ohne Ausnahme steht es in der Bibel. Also zwei Einheiten. Ich bitte Jesus um Vergebung meiner Schuld, so wie der Schäch am Kreuz, und ich lade ihn ein, in mein Leben, in mein Herz zu kommen, Johannes 1,12. Das ist die einzige Voraussetzung, die du brauchst, dass du ein Gotteskind bist, dass deine Seele erlöst ist von deiner Schuld, dass du später in den Himmel kommst und dass dann auch dieser Bibelvers dir zutrifft, keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, wird es gelingen. Dann trifft es auch bei dir zu. Und wer möchte, der kann mit mir dieses kleine Gebet jetzt sprechen. Ich bin jetzt am Ende. Der kann mir einfach so nachbeten. Das ist so ein Gebet, wo ich mich zu Jesus wende, wo ich einfach zugebe, dass ich ein Sünder bin. Das ist jeder. Die Bibel sagt, alle sind Sünder, sogar die Paderborner. Ist wirklich so. Das will was heißen. Alle sind Sünder, alle haben gesündigt, sagt die Bibel, und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und der Sünde sollt ist der Tod, sagt die Bibel. Aber das ewige Leben ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Also ich brauche Jesus, um das ewige Leben zu haben, um ein Knecht Gottes zu sein, um unter den Schutz Gottes zu stehen. Und wenn ich den Kern des Evangeliums begriffen und angenommen habe, nämlich die Erlösung meiner Seele, dann kriege ich auch die Gesundheit und den Wohlstand auch noch dazu. Es sei denn, Gott hat einen anderen Plan mit mir als Märtyrer oder als Missionar, oder in der Not kann Gott mich verändern und mich auch gebrauchen. Aber da hat Gott jeden einen individuellen Plan. Aber in erster Linie geht es, dass deine Seele erlöst ist. Das ist der Kern des Evangeliums, von deiner Schuld und von den Folgen der Sünden. Ich lade euch ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Wer möchte, kann einfach nachbeten. Vielleicht schließen wir mal die Augen und schau nicht auf deinen Nachbarn, schau auf dich, schau auf dein Leben, schau, was du alles so getan hast, was nicht in Ordnung war. Du selber weißt am besten, wie es bei dir ausschaut in deinem Herzen. Nur Gott kann in dein Herz schauen, wir nicht. Und du stehst jetzt auch nicht vor uns, sondern du stehst vor Gott. Das ist ein heiliger Moment. Schließ mir die Augen und bete mir einfach Satz für Satz nach. Es ist ein kleines Gebet, wo ich mich zu Jesus wende und ihn einzuladen, in mein Leben zu kommen, damit ich auch ein Knecht Gottes bin, damit ich auch unter seinen Schutz stehe und ich keine Angst vor irgendwelchen Waffen und Bomben haben muss. Und das ist dann auch die Gewissheit, wenn ich mal sterbe, bin ich bei Jesus in der ewigen Heimat und nirgends anders. Das würden wir jetzt heute hier erledigen, ganz offiziell, notariell beglaubt, weil wir Zeugen sind und es mit dem Mund bekennen und vom Herzen glauben. Und dann hast du den Kern des Evangeliums getan und begriffen. Und dann hast du das Wichtigste getan in deinem Leben. Alles andere, was Probleme, Nöte auf dich zukommen, kannst du im Namen Jesus dann den Sieg drüber haben und für dich beten lassen. Okay, aber das ist das Wichtigste. Ich denke mal, die Menschen im Saal hier, das sind bestimmt sehr viele, die schon mal ihr Herz den Herrn Jesus geschenkt haben, die schon mal den Herrn Jesus eingeladen haben, in ihr Herz zu kommen, die schon Knechte und Kinder Gottes sind, so wie es hier im Jesaja heißt, die beten noch einfach nochmal mit. Unterstützt die anderen, die es das erste Mal beten, betet einfach nochmal mit, eben damit die einen nicht so alleine beten müssen. Okay, sagt mir einfach so halblaut nach, so wie ich es bete. Ja, und dann noch, du bekehrst dich jetzt nicht zu einer Gemeinde, zu einer Kirche, du bekehrst dich zu Gott. Es geht um dich und deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, nicht um Gemeinde oder Kirche. Es ist wichtig, dass du in eine Gemeinde gehst und das ist hier eine gute Gemeinde, aber in erster Linie bekehrst du dich zu Jesus Christus. Okay, beten wir einfach nach. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Herr Jesus Christus, ich nehme deine Einladung an, ich nehme deine ein und komme jetzt zu dir, so wie ich bin, mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich bekenne und bereue alle meine Sünden, auch die verborgenen und die ich vergessen habe. Bitte, Herr Jesus, wasche mich jetzt rein. Von aller Schuld durch dein teures Blut. Und bitte, Herr Jesus, komm jetzt in mein Herz und in mein Leben. Und mach mein Leben neu.
Ich öffne mich jetzt für deinen Heiligen Geist und will dir alle Tage nachfolgen. Und Herr Jesus, in deinen Namen vergebe ich jetzt allen Menschen, ohne Ausnahme, die mich enttäuscht und verletzt haben und die an mir gesündigt haben. Und ich segne sie in deinen Namen. Bitte rette auch ihre Seelen. Danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist und mir meine Sünden vergeben hast. Amen.